Ein verstörendes Bild. Deutschland 2030? Ein blondes Kind als exotische Seltenheit. Woher kommst du denn, so die Frage? Eine fremdenfeindliche Bildcollage schafft es in die Abendausgabe der Tagesschau. Dank der CDU-Menschenrechtsbeauftragten Erika Steinbach. Heftige Kritik für den Tweet, selbst vom CDU-Generalsekretär. Doch wo kommt das Bild her? Erika Steinbach selbst sagt der Bild-Zeitung, ein besorgter Vater aus Frankfurt am Main habe es ihr per E-Mail geschickt. Der NDR-Netzredakteur Fiete Stegers macht sich auf die Suche nach dem wirklichen Urheber. Eine Internetrecherche, die ihn rund um die Welt führen wird. Schnell findet er das Bild mit Überschriften in verschiedenen Sprachen. Immer in demselben fremdenfeindlichen Zusammenhang. Es kursiert seit 4 Jahren. Die älteste Collage stammt wohl aus Rumänien. Auf diesem Foto fehlt auch noch eine Manipulation, die das Bild aus dem Tweet von Erika Steinbach enthält. Denn später hat jemand 2 dunkelhäutige Jungen hinzumontiert. Ist das gesamte Bild eine Montage? Es gibt da ein paar einfache Tools im Internet, da kann man mal so ganz grob gucken, ob sich in den Pixeldateien, aus denen sich das Bild zusammensetzt, irgendwelche Unregelmäßigkeiten finden. Das schien eigentlich alles ganz stimmig soweit zu sein. Wahrscheinlich also ein echtes Bild in der Form. Er wendet sich an Fotoexperten. Auch sie sehen keinen Hinweis darauf, dass der hellhäutige Junge in das Bild montiert wurde. Die ältesten Exemplare des Fotos findet Fiete Stegers auf Internetseiten von Anfang 2012. Er schreibt einen ersten Online-Artikel für ZAP und bittet um Mithilfe. Ein Nutzer weist ihn auf eine russische Seite hin. Dort verweist die Quelle auf eine amerikanische Fotocommunity. Vieles spricht dafür, dass dieses Bild das Original ist. Es passte vom Datum her, dass es kurz davor war, bevor es auf diesen Witze-Seiten aufgetaucht ist. Es gab noch mehr Informationen zum Foto, wo es entstanden sein soll. Es war sogar ein Name des Hochladenden zu sehen. Und das Bild hatte in dieser Foto-Community auch größere Maße. Also es war einfach in einer besseren Qualität zu finden, als es auf den ganzen anderen Seiten, auf denen es kursierte. Fiete Stegers nimmt Kontakt zu den Urhebern auf. Es ist ein australisches Ehepaar. Sie bestätigen, das Bild zeigt ihren damals 18 Monate alten Sohn in einem indischen Kinderheim 2011. Die Familie brachte Spenden dorthin. Dass ihr Foto sich im Internet weit verbreitet hatte, wussten sie schon. Doch das Ausmaß, in dem Fremdenfeinde ihren Sohn für Propaganda missbrauchen, kannten sie nicht, erklären sie im Skype-Interview. Namentlich wollen sie nicht auftauchen. Das Foto entstand eigentlich in einem wunderschönen Moment. Eine Begegnung zwischen unterschiedlichen Menschen. Da war nur Liebe und Freude. Und dass jemand dieses Bild für das komplette Gegenteil verwendet, ist einfach widerlich. Also führt die Recherche von Australien nach Südindien. Fiete Stegers kontaktiert die Leiterin des Kinderheims in der Stadt Chennai. Wie Sushila erkennt alle Mädchen auf dem Foto wieder, erklärt sie im Skype-Interview mit dem ARD-Korrespondenten. Als ich gehört hatte, wofür das Foto meiner Mädchen missbraucht wurde, war ich den ganzen Abend zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich habe mir die ganze Zeit nur die Frage gestellt, warum macht jemand so etwas? Ich habe mir sowohl Sorgen um meine Kinder gemacht, aber auch darüber, wie wir Inder in der Welt gesehen werden. Wir sind nicht so, wie die uns darstellen. Das Bild einer unschuldigen Begegnung zwischen Kindern wird weltweit verbreitet, ohne Rücksicht auf Persönlichkeits- und Urheberrechte manipuliert und fremdenfeindlich missbraucht. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was jetzt, wie es mir gehen würde, wenn ich rausfinden würde, dass das mit meinem Foto im Internet in so einem Ausmaß geschieht. Von daher hoffe ich, dass wir durch diese Recherche jetzt vielleicht auch ein bisschen dazu beitragen können, andere Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren und vielleicht vorsichtiger mit dem eigenen Bild und vor allen Dingen nicht so gedankenlos mit den Bildern von anderen Menschen umzugehen.